Laufe der nächsten Videos, passend zu diesem Projekt, lernst du nicht nur sämtliche Tipps und Tricks, wie du deinen Motor selbst überholen kannst, sondern auch noch, wie du einen Haufen Kohle sparst. In diesem Video jetzt sehen wir uns an, was mit dem Kolben passiert ist und wie es dem Motor ansonsten so geht. Bevor das jetzt aber losgeht, kannst du dich gerne eben einmal davon überzeugen, dass du meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert hast, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Gleich von vornherein vielleicht gesagt, ihr braucht ein paar Spezialwerkzeuge. Einmal Kupplungskorbhalter, entweder das Originalteil oder einen universalen. Ich habe beide hier für den Fall der Fälle das. Dann braucht ihr einmal den Abzieher für den Rotor. Ihr braucht so einen Zwei-Klauen-Abzieher. Ihr braucht einmal den Abzieher fürs Primärrad, seht ihr später, und vier Schrauben M5x40. Die Sachen, die ich finden kann, verlinke ich euch in der Videobeschreibung von irgendwoher. Das sind Dinge, um die ihr nicht drumherum kommt, zumindest nicht, wenn ihr einigermaßen vernünftig arbeiten wollt. Wie ihr sehen könnt, ist der Motor schon teilweise zerlegt. Das liegt ganz einfach daran, dass ich den mit demontierten Top-End gekauft habe. Gleich von vornherein transparent. Ich habe für alles zusammen, was ihr hier so seht, also prinzipiell ein kompletter 690 mit allen Anbauteilen und allen zusammen, 550 Euro vom Händler. Ich war mal so frei, den schon auf das Wesentliche zu reduzieren, damit das Video hier nicht ganz so lang wird. Zylinderkopf habt ihr schon ein paar Stellen von gesehen. Unterhalten wir uns separat mal drüber. Das ist der Abrieb, das ist alles, sowohl die Siebe als auch die Magneten sind absolut ohne Sparen. Hier liegt die Zündung, alles in Ordnung, Kupplungsdeckel in Ordnung, Wasserpumpendeckel in Ordnung, spielt keine Rolle. Die Nockenwelle kann man auch nicht meckern, hier sind zwar ganz leichte Laufspuren drauf, aber davon ist nichts spürbar. Die ist noch einsatzfähig. Kommen wir zu den zwei Kollegen hier. Okay, das sieht ja bis hierhin alles gar nicht so schlecht aus, aber ich würde sagen, wir schieben mal eben ein bisschen Kolben dazwischen. Ich habe sowohl Freunde gefragt, als auch gegoogelt, als auch bei Kolbenherstellern angerufen. Ich habe versucht, mir selber Gedanken zu dem ganzen Thema zu machen, um dahinter zu kommen, was jetzt am Ende mit diesem Kolben passiert ist. Denn der Gag an der ganzen Sache ist, dass dieser Zylinder beinahe perfekt ist. Theoretisch kannst du den Zylinder also holen und weiterfahren. Wie kann das sein, dass der Kolben so aussieht? Ich sag so viel von meiner Recherche vorneweg. Nichts Genaues weiß man nicht. Ich bin auf mich alleine gestellt, also selber Gedanken machen. Szenario Nummer 1 ist Kolbenkipper. Schließe ich aus, wie gesagt, fast perfekt. Szenario 2, Bruch des Kolbenrings. Da muss man ein bisschen weiterdenken. Das ist kein Originalkolben mehr. Das ist ein Würsener Kolben. Das heißt, der Kolben ist schon mal getauscht worden. Zwei Varianten hier wieder, Montagefehler oder Materialfehler. Szenario Nummer 3, Detonationssteg gebrochen. Dieser Steg hier zwischen den Verdichtungsringen und dem Minutenring soll quasi den Kompressionsring, Verdichtungsring stützen. Detonationssteg auch genannt. Sowohl der Teil als auch der Teil von dem Kolbenring sind verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Das bedeutet, wenn der Kolbenring nicht mehr gestützt wird, kann dementsprechend da dann die Kraft eintreten und das alles verformen und kaputt machen. Jetzt kann man sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Jetzt habe ich mich nach langem Hin und Her und Überlegen und was weiß ich nicht alles für ein plausibles Szenario für mich persönlich entschieden. Mich würde aber jetzt mal interessieren, was du zu dem Ganzen denkst. Schreib mir mal deine Gedanken zu dem Kolben gerne in die Kommentare, während ich jetzt mit euch zusammen den Rest von dem Motor zerlege. Die anderen Sachen habt ihr auch gesehen, können wir loslegen. Wie gesagt, den anderen Kram habe ich schon weggeschraubt, damit wir uns wirklich um das Wesentliche hier kümmern können. Wie man einen Deckel abschraubt, wisst ihr in der Regel selber. Okay, fangen wir hier auf der Kupplungsseite an. Dann nehmt ihr euch jetzt die vier Schrauben, die ich euch gezeigt habe, und schraubt die hier in die vier Löcher rein. Dafür gibt es ein Spezialwerkzeug von KTM. Kostet unverschämt unfassbar viel Geld. Mit den vier Schrauben geht es nicht nur besser, sondern um Faktor 100, glaube ich, günstiger. Und nachdem ihr dann die vier Schrauben da drin versenkt habt, einmal die Kupplungsfedern raus. Nachdem ihr dann diese Druckplatte hier entfernt habt, könnt ihr diese Mutter mit der Scheibe abschrauben. Das funktioniert ganz gut, ohne irgendwo Gegenhalter zu brauchen. Einfach am Pleuel festhalten und entweder zu zweit oder mit dem Schlagschrauber Regelgewinde-Löserichtung die Schraube lösen. Danach könnt ihr dann das ganze Kupplungselement rausnehmen, die Schrauben schraubt man da rein, damit man hier quasi nicht ran muss. Anschließend könnt ihr dann den Kupplungskorb runternehmen. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil hier ein paar Scheiben kommen werden. Das ist einmal diese Stufenscheibe, die sind zwei Halbscheiben. Ich lege das hier oben rein mit diesem ZW-Lager und das war es dann auch. Ne, stimmt nicht. Die Scheibe liegt hier doch noch dran. Die kommt dann auch hier von der Welle runter normalerweise, wenn sie denn kommt. Die Reihenfolge braucht ihr euch erstmal nicht merken. Wir bauen das ja auch zusammen wieder zusammen. Dementsprechend merke ich mir das für euch. Wie ihr ab hier weitermacht, ist euch überlassen. Ihr könnt zum Beispiel erstmal hier den Arretierhebel rausziehen mit der Scheibe hier.
Und dann könnt ihr im Prinzip relativ wahllos das Ganze lösen. Ich werde das jetzt so handhaben. Ich löse jetzt erstmal hier mit der Hand. Ihr habt ja gesehen, ich habe am Pleuel festgehalten, diese Mutter. Nachdem ich die abgeschraubt habe, kommt jetzt das erste Spezialwerkzeug zum Einsatz. Wo habe ich ihn jetzt hingestellt? Hier. Diesen Abzieher braucht man da jetzt für. Das ist prinzipiell der Freilauf mit Primärrad zusammen. Und hier braucht man jetzt diesen Abzieher. Der hat die passende Größe. Wie gesagt, ich verlinke euch die Sachen unten drin. Wenn es ein Affiliate-Link ist, freue ich mich. Wenn nicht, dann nicht. Ihr habt deswegen nicht mehr oder weniger. Den schraubt ihr da aber nicht ganz drauf, sondern ihr schraubt den fest, schraubt den einen Schlag zurück, damit ihr ihn gleich auch abbekommt. Und dann hier relativ entspannt. Je nachdem, wie das Ganze sitzt, kann man das mit der Hand machen. Oder wie gesagt, wenn man ein bisschen Gefühl in den Finger hat, auch mit dem Schlagschrauber. Ich mache es natürlich mit dem Schlagschrauber. Und dann da vorsichtig mal einen dran langknacken. Nicht weiter dramatisch. Abgezogen das Ganze. So wieder abschrauben. Thema erledigt. Ich gucke mir währenddessen hier schon mal so ein paar Teile an. Also das Primärrad sieht noch fantastisch aus. Kein Pitting, keine Spuren, kein gar nichts. Außer den normale Gebrauch. Anlasser Freilauf mit Freilaufrad tipptopp in Ordnung. Keine Spuren, kein gar nichts. Sehr, sehr, sehr viel besser gelöst als bei der LC4. So, und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Sprengringe und 1, 2, 3 Schrauben. Die lösen wir nochmal eben einmal. Also Drehmomentwandler weg. Das Rad weg. Ölpumpenrad weg und den Stift auffangen. Genauso wie da oben. Das Ganze zur Seite legen. Dann das Freilaufrad runterziehen, um die Lager darunter zu bekommen, muss man da eben einmal den Keil entfernen. Dazu vorsichtig mit einem Durchtreiber auf der anderen Seite runterklopfen. Ich denke, dass ihr das so sehen könnt, oder? Ich drehe euch das mal. So runterklopfen. Und dann könnt ihr, wenn ihr ein bisschen Fingerspitzengefühl habt, jetzt mit einem Meißel oder mit dem Dingen, dem hier einen vorsichtig drunter geben. Und dann fliegt er dann normalerweise raus. Aha. Den gut weglegen, den braucht ihr. Dann können die zwei Lager darunter. Die schmeißen wir beiseite, das kommt sowieso alles neu. Dann können wir hier schon mal den Rotor bzw. Impeller von der Wasserpumpe abschrauben. Der ist ein bisschen widerspenstig, den werde ich jetzt mal eben mit der Zange begehen. Nun komm doch, hör auf dich zu wehren, du Sch**ding. Da ist er doch schon. Dann den Arretierhebel abschrauben. Das ist einfach nur die Schraube rausdrehen. Dann habt ihr das Ding auch in der Hand. Und dann ist da gar nicht mehr so viel wegzuschrauben. Das ist jetzt nur noch das Arretierdings. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Vom Getriebe. Und dann hätten wir es auch schon. Zumindest mit dieser Seite. Dann geht es jetzt an die andere Seite. Man könnte jetzt natürlich hier drüben noch die Ölpumpen ausbauen. Das machen wir aber später mal. Was ich noch dazu sagen wollte ist, mir tut das leid, dass ich das Top-End nicht zeigen kann, wie man das zerlegt. Nur, ihr habt es ja gesehen, ich habe den Motor so gekauft, wie er da stand. Sei es drum, jetzt kommt die Seite auseinander. Ich schraube jetzt als allererstes hier mal erstmal den Gangsensor weg. Easy peasy. Nichts Besonderes, den legen wir einfach nur beiseite. Dann kommt jetzt ein Schritt, der relativ wichtig ist. Ich markiere mir jetzt mal eben einmal die Steuerkette. Falls ich mich dazu entschließen sollte, die Steuerkette nochmal wieder zu verwenden, weiß ich wenigstens, welche Seite offen war, wie rum die Kette gelaufen ist. Es gibt Modelle, die sind da weniger empfindlich, aber hier sollte man das tun. Also mit dem Edding markiere ich mir jetzt schon mal hier schwarz außen was drauf. Ruhig ein paar Glieder anmalen. Der eine wird sagen, der übertreibt. Ich würde sagen, selbst wenn man die jetzt mal mit öligen Handschuhen anfasst, kann man immer noch sehen, wo jetzt die Kette außen war und wischt nicht gleich wieder alles ab, als wenn man da nur so einen Punkt drauf macht. Jetzt den Rotor runter. Zeige ich euch auch, wie das geht. Nehmen wir wieder unsere weltberühmte Nuss. Knallfestinator, Hand am Pleuel, easy going Endstufe. Mutter in der Hand, zur Seite legen. Alles ganz, ganz einfach. Und jetzt kommt der andere Abzieher ins Spiel. Da dasselbe Ding wieder. Da entspannt draufdrehen. Habt ihr gesehen vorhin. Wieder ein, zwei Schlag lösen, sonst lutscht sich das Ding da dran und du bist heute Abend bzw. den Tag mit nichts anderem mehr beschäftigt, als das Ding da wieder abzuschrauben. Und wie du gerade gesehen hast, war das gar nicht so fest, wie man meinen könnte. Ab, Thema erledigt. Jetzt weiß ich nicht, wie es gewesen wäre, hätte man das Ding nicht gehabt, aber du wirst in den meisten Fällen nicht drum rumkommen. Das war jetzt Glück. So, hier schrauben wir jetzt mal ganz entspannt den ganzen Klimbim weg, den wir sehen können. Einmal die untere Schiene. Einmal die obere Schiene. Das kann beim ersten Mal, wenn man das macht, ein bisschen friemelig sein, denn die haben hier so eine sehr, sehr geile Konstruktion gemacht, wo das Ganze dann immer in sich, die ist falsch rum, in sich so ein bisschen verschachtelt läuft und mit diesen Buchsen arretiert wird in Position, sodass das A beweglich ist, aber man diese Schwierigkeiten hier mit der
Steuerkette und mit der Spannschiene oder mit der Steuerkettenschiene nicht mehr hat, die man bei den LC4-Modellen hat. Der ein oder andere von euch kann sich vielleicht erinnern, die haben sich immer so hochgebogen. Das fällt mit dem Ding hier komplett weg. Also das Prinzip ist schon sehr, sehr cool. Generell ist dieser Motor sehr kompakt und durchkonzipiert. Ich würde auch nie auf den Trichter kommen und sagen, dass dieser Motor schlechter ist als der alte LC4. Ich sage immer nur, dass der 690 weniger Charakter hat. Aber dennoch ist das ein sehr, sehr guter Motor. Auch wieder aufgebaut ist. Das macht richtig Spaß, daran zu schrauben. Das kann ich euch sagen. Kann ich tatsächlich nur empfehlen. Und dafür machen wir die Sache hier ja auch, damit ihr dann am Ende die Anleitung habt, die ihr braucht. Jetzt den Keil raus. Wie das funktioniert, kennen wir ja schon. Jetzt habt ihr hier drauf einen relativ großen Springring. Ich weiß nicht genau, ob diese Zange dafür noch reicht. Ja, reicht. Ziehen wir dann mal ab. Und dann setzt ihr da drauf den 2-Klauen-Abzieher, den ich euch vorhin gezeigt habe. Das geht natürlich um einen kleinen 3-Klauen-Abzieher. Scheißegal, Hauptsache ab. Hier geht ihr bitte nicht mit dem Schlagschrauber drauf. Ich nehme in dem Fall eine kleine Knarre, damit ich hier so ein bisschen nachkorrigieren kann. Bring hier ein bisschen Spannung drauf und irgendwann merkt ihr, dass das Ding gleich klack sagen wird und dann ist das ab. Ach, da kommt er schon. Habt ihr das Ding in der Hand. Und jetzt gleich von vornherein merken, diese Simmeringe sitzen prinzipiell falsch rum drin. Jetzt schraube ich hier noch den Pickup, ist das in dem Falle, ab, weil ich das vernünftig machen will und vernünftig sauber machen will. Dieses hier so halb eingeklebte, das ist jetzt nicht so meine Art. Das machen wir eben einmal richtig. So, ich in meinem Fall werde jetzt hier nochmal eben einmal die Hülse ziehen, die hier drauf sitzt. Da läuft euer Ritzel dagegen an. Das gucke ich mir eben einmal an, aber hier sieht man, da ist optisch eine Rille drin vom Simmering, aber die ist nicht zu fühlen, also in Ordnung. Und jetzt sitzen hier drumrum lauter viele verschiedene Schrauben. Eine ist ganz besonders gemein, die sitzt hier oben drin. Ich leuchte euch da mal rein. Natürlich mit der Brabsupport Minifunzel im Shop erhältlich. Und jetzt könnt ihr da drin sehen, solltet ihr sehen, eine Schraube. Die sollte man lösen. Ich habe das Ding jetzt vom Montageständer runtergenommen und auf die Kupplungsseite gelegt, damit ich hier ran kann und die ganzen Schrauben abschrauben. Wichtig dabei ist, dass ihr das so ein bisschen schräg auflegt, so wie ich das jetzt getan habe, weil hier hinten die Bleche, die werdet ihr gesehen haben, damit ihr da nichts kaputt biegt, wenn ihr da irgendwie dann gleich mal mit dem Kunststoffhammer ansetzt. Da kommen wir aber gleich zu. Jetzt schraube ich hier erstmal rundum alle Schrauben raus. Wie das funktioniert, wisst ihr. Und dann wären wir auch fast schon soweit. Diese Schrauben aus dem Gehäuse nicht allzu weit weglegen, weil das sind die ersten, die ihr auch wieder braucht, wenn ihr das wieder zusammenbaut. Hashtag Axialspiel und Co. So, wenn ihr dann alle Schrauben rausgeschraubt habt, dann geht ihr hin, nehmt euch einen Kunststoffhammer und sucht euch hier einen von diesen Anlagepunkten. Und jetzt hört mal hin. Wie ihr hört, kommt der Motor schon. Hier ist ein bisschen vorsichtig jetzt angesagt, weil normalerweise braucht man dafür ein Abpresswerkzeug, was man hier draufsetzt und dann quasi an der Kurbelwelle diese Gehäusehälfte hier runterzieht. Das machen wir aber nicht. Wir machen das, oder beziehungsweise ich mache das so, wenn ihr euch das Werkzeug kaufen mögt, könnt ihr das gerne tun. Ich mache es so, ich nutze hier diese Gusskanten und treibe jetzt vorsichtig die Gehäusehälften auseinander. Hier, da hört ihr schon. Hört ihr dieses ganz leichte Schmatzen? Mit vorsichtigen Schlägen seht ihr dann hier, gibt dann irgendwann die Dichtmasse auf und dann öffnet sich da der Spalt. Gleich ist der Sog da quasi von runter und dann können wir gleich Gehäusehälften so voneinander trennen. Da ist sie dann auch schon. Dann heben wir hier mal ganz entspannt das Ding hoch, drehen das um. Hier müssen wir mit den Scheiben aufpassen, aber die liegen hier an. Können nochmal hier kleben. Da ist sie. Perfekt. Dann können wir hier die Ausgleichswelle rausziehen. Da ist unten eigentlich keine Scheibe. Das sieht gut aus, aber dem Lager geht es nicht mehr ganz so gut. Aber das ist auch egal. Dann haben wir hier die Kurbelwelle. Da war auch schon mal jemand dran. Instand gesetzt worden. Klingt aber noch einigermaßen okay. Kommt aber ein neues Pleuel rein. Ihr wisst ja, dass ich da mit Lanzarote zusammenarbeite. Hier ziehen wir dann den Stift da raus. Wenn wir den zu packen kriegen mit unseren schmierigen Fingern, können wir die Dinger wegdrehen. Dann können wir die da raus nehmen. Das legen wir auch zur Seite. Dann können wir die da rausziehen. Normalerweise, genau. Da unten ein bisschen Platz machen. Hier brauchen wir uns die Reihenfolge nicht merken, weil da gibt es nur eine. Nicht wie bei der LC4, dass wir auf der rechten Seite die zwei vertauschen können. Das ist hier nicht möglich. Wenn, dann nur mit dem Hammer. Ich vergaß. Ihr müsst das Ganze nochmal umdrehen auf die Kupplungsseite. Hier sitzt noch ein Sprengring-Sicherungsring. Den müsst ihr noch lösen. Vor Schrecken ganz vergessen. Und dann könnt ihr jetzt zusammen das Getriebe ausbauen. Das machen wir auch noch im Fix zusammen. Da haben wir es. Auch hier bleibt wieder die Hälfte drin. Denkt an die Scheiben. Das kommt da so.
wieder drauf. Wie gesagt, darum kümmern wir uns im Zweifelsfall beim Einbau. Nur, dass das jetzt erstmal alles irgendwie halbwegs vernünftig sitzt. Ansonsten sieht auch das Getriebe noch sehr, sehr gut aus. Kein Pitting dran. Das Getriebe ist auch noch ganz. Wir kennen ja alle die Problematik der abgescherten Wellen. Aber ansonsten ist dem Ganzen nichts entgegenzusetzen. Außer, dass ich ein Riesenproblem damit habe, dass hier die billigsten der billigsten Lager genutzt wurden. Das ist alles NSK. Hier sitzt das Lager nicht richtig im Bund. Hier ist NSK Poland. So das billigste an Lager. Was ist das? Ein 6004. Ja, was man finden kann. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo der Motor mal gemacht wurde. Fakt ist, da war mal jemand dran. Da ist ja ein Buchstabe auf der Kurbelwelle drauf. Das kenne ich so von Lanzer, das kenne ich von Freunden, die Kurbelwellenpressen und sowas. Die markieren alle ihre Kurbelwellen, damit sie wissen, okay, die ist von mir. Wer da jetzt dran war am Ende, weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir das zusammen besser machen werden. Ich habe jetzt hier unten im Öl, was hier so rausgelaufen ist, hier noch so ein paar Späne gefunden. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt mit den Spiegelungen. Ich gehe davon aus, dass sich da noch irgendein Lager verabschiedet hat. Aber ansonsten sieht das alles sehr, sehr, sehr gut aus. Also wie gesagt, mir sind ja schon zwei, drei Lager aufgefallen, die nicht sonderlich wertig sind, die da reingekommen sind. Aber ansonsten interessiert uns das alles auch überhaupt nicht. Warum? Weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Pleuel, Kolben, Zylinder, Motorlager kommt sowieso alles neu in diesem Projekt jetzt. A, weil es so sein muss in dem Falle hier, ist gespart worden. Und zwei ist, damit ihr seht. Ich weiß es nicht, ob ich mich wiederholt habe. Sei es drum, doppelt hält besser in dem Fall. Der Zustand ist in Ordnung. Wir machen es jetzt besser, wie ich ja schon sagte. Gehen wir jetzt der ganzen Sache auf den Grund und zwar im Detail. Nächster Schritt wird sein, Motorlager raus, die ganzen Sachen vorbereiten. Ich gehe das, wie ich sagte, mit euch Step für Step durch. Das ist jetzt die Basis. Wenn du jetzt wissen willst, was du tun kannst, damit dein Motor länger hält, dann solltest du dir unbedingt dieses Video hier angucken. Ansonsten bis nächste Woche, Mädels. Tschüss.